Lange vor der Ersten Ordnung und dem Imperium wachten die Jedi-Ritter über die Hohe Republik. Es war ein goldenes Zeitalter des Friedens. Eine Explosion im Hyperraum bedroht die Leben von Milliarden. Zum Glück sind die Jedi stark in der Macht und sie eilen unverzüglich herbei, um das Schlimmste zu verhindern. Der kleinste Fehler kann zur Katastrophe führen, doch die Völker der Galaxis blicken voller Zuversicht auf ihre Beschützer. Aber während sich die Aufmerksamkeit aller auf ihre Helden richtet, wächst jenseits der Grenze der Hohen Republik eine Bedrohung heran, die das Herz eines jeden Jedi in Angst und Schrecken versetzen wird. Aber während sich die Aufmerksamkeit aller auf ihre Helden richtet, wächst jenseits der Grenze der Hohen Republik eine Bedrohung heran, die das Herz eines jeden Jedi in Angst und Schrecken versetzen wird. Ja, moin, herzlich willkommen. Das Licht der Jedi, der neue Star Wars Roman aus dem Hause Blanvalet, behandelt endlich einmal die Zeit deutlich vor den sonstigen behandelten Themen. Ein Jedi-Orden, der quasi die Ordnung aufrecht hält, Jedis überall in der Galaxie, eine sehr, sehr spannende Ära und sehr spannend zu sehen, wie dort so das politische Gefüge auch zusammenhält, wie die Planeten zusammenhalten, wie das funktioniert mit den Verteidigungen und so, wo ja eigentlich überall Frieden herrscht. Würde ich tatsächlich gerne hinten drauflegen, was da steht, mache ich eigentlich immer. Hier steht nur nichts, denn nur, dass es das Zeitalter der Hohen Republik ist und noch viel besser, dass es der erste Roman aus diesem Zeitalter ist. Also uns erwartet eine lange Star Wars Geschichte, hoffentlich. Die ersten Bücher nach den neuen Filmen, die man bei Disney über die Bücher auf den Markt brachte, waren oft Erzählungen zu Charakteren, deren Vorgeschichte, die man schon kennt. Puh, ja, nicht so wirklich kreativ. Das hat sich in letzter Zeit schon geändert. Ich verlinke hier einmal einen Roman, den ich richtig cool fand, der auch schon so ein richtiges Star Wars Gefühl bekam. Das setzt sich hier fort. Und was hatten wir noch? Ich weiß es gerade gar nicht. Vielleicht blende ich auch noch die anderen ein. Aber ich hab, irgendwas hatte ich doch. Ja, dieses Phasma war auch ein guter Roman, schon einzeln. Und dann die Thrawn-Bücher, ja. Das war halt nicht das alte Thrawn. Aber wie gesagt, zuletzt super Steigerung. Wirklich fantastischer Roman. Und jetzt halt die Hohe Republik. Ja, ich hatte schon gesagt, super Geschichtseinordnung. Klasse, dass man das macht. Vielleicht auch eine Zeit, aus der man nochmal eine Serie pressen kann. Weil es einfach so unverbraucht ist und es so viel überall aus der Galaxie zu erzählen gibt. Das ist im Grunde ein Einleitungsroman und man erfährt hier im Grunde zwei Sachen. Zum einen erfährt man, wie diese Rettung vonstatten geht. Man erfährt, wie sich das im Hintergrund zusammenbraut. Warum das beides und wie das beides miteinander zu tun hat, wird relativ schnell klar. Wird am Ende durchaus überrascht von der bösen Seite, beziehungsweise was da passiert. Das ist wirklich super stark, hätte ich auch nicht mit gerechnet, wie das abläuft. Und im Grunde ein gutes Beispiel, dieses Buch, wie man einen Bösewicht erschafft. Es ist, wie gesagt, so ein Einleitungsbuch letztendlich für all das, was jetzt noch kommt an Schwere und Größe. Und zum anderen erklärt es, wie gesagt, die Jedi super, wie sie funktionieren, wie das alles abläuft. Erfährt man hier perfekt. Aber, und jetzt kommen wir nochmal zum Rücktext, es ist nur so, ich störe mich so ein bisschen an den Satz, dass sie voller Zuversicht auf die Helden gucken, denn das ist wirklich nur so ein Minimalteil des Buches, dass die Jedi so die Helden sind durch ihre eine Tat, die hier passiert. Aber egal, es fokussiert sich auf einige Jedi, es hat schnelle Wechsel. Ja, man kommt immer wieder nach Coruscant, wo genau beschrieben wird, warum was abläuft. Die Jedi wollen eine große Station öffnen, am äußeren Rand. Es gibt, wie gesagt, Probleme mit dem Hyperraum. Was hat das für, und das ist wieder dieser globale Blick, was hat das für Auswirkungen auf den Rand? Und was passiert eigentlich, wenn der Hyperraum nicht funktioniert? Wird hier super behandelt. Ist ja auch gerade, wenn man ein Rollenspiel spielt, vielleicht klasse Ideen dabei. Dann aber geht es auch wieder zu einzelnen Jedi auf Planeten. Es gibt in diesem Buch Raumschlachten, außergewöhnliche Raumschlachten. Es gibt Techniken, über die man später vielleicht gar nichts mehr weiß. Und das ist eine echt coole Mischung. Die Charaktere gefallen mir alle. Mir gefallen die Jedi und ihre Art, wie sie damals waren. Wie unterschiedlich auch. Die Planeten, die hier ausgesucht wurden, bieten viel Neues und neue Ideen. Diese ganze Gefahr hier und auch diese ganze Hyperraum-Thematik, wäre ich niemals drauf gekommen. Auch da große Kudos an, wer schreibt es denn eigentlich? Charles Sewell.
Das ist wirklich ein Star Wars-Ideenpool, die wir hier haben. Und ja, jetzt hängt natürlich alles davon ab, wie geht das weiter? Das macht es ein bisschen schwer, hier eine Wertung heranzuziehen. Man hat es in diesem Buch von Anfang an, dadurch, dass der große Knall im Grunde in der ersten drei, vier, fünf Seiten passiert, dass man keine Langeweile am Anfang hat. Man hat sofort ein Gefühl dafür, wie funktioniert diese Welt. Das kann ich vielleicht auch nochmal positiv loben. Normalerweise braucht man immer so 50 Seiten, bis man weiß, was passiert. Und man hat alle Charaktere kennengelernt. Nein, hier gibt es gleich auch mal auf die Fresse. Und man ist mittendrin im Geschehen. Es wird nicht zu sanft mit den guten Charakteren umgegangen, das kann ich vielleicht auch nochmal sagen. Auch nicht mit den Bösen, also durchaus auch durchaus, ja, wie sagt man das, ein raffes Buch. Aber auch das gefällt mir sehr gut. Und insofern, so als ersten Teil möchte ich vielleicht noch nicht zu hoch ansetzen, muss es aber trotzdem sehr, sehr loben und wäre so, wenn man diese 1 von 10 Kategorien nimmt, fast schon mal 8,5. Denn ich weiß nicht, was man am Anfang eines Mehrteils, das jetzt unbedingt hätte so viel besser machen können. Aber so ein bisschen im Hinblick auch noch darauf, was kommt, natürlich auch keine 10 oder so. Dafür hat es halt einfach auch viel zu viele offene Enden hier. Aber wie gesagt, gerade das, was sich so auf der bösen Seite entwickelt, vielleicht nochmal so ein bisschen auch da, das hat durchaus Potenzial und ich würde es am liebsten auch. Ich blicke auf meinen Fernseher, wenn sie doch einmal so mutig wären und einmal eine Buchreihe veröffentlichen würden als Serie oder als Film. Disney, Lukas, wer immer das auch hört, macht's doch einmal. Ja, es wäre alles so toll gewesen im Star Wars-Universum oder so viel toller, wenn man einfach mal seinen Autoren vertraut hätte. Naja, auf jeden Fall absolute Leseempfehlung für Star Wars-Fans und das Licht der Jedi. Ein toller Roman und Auftakt hoffentlich in eine noch tollere Serie. In diesem Sinne bleibt mir nur zu sagen, wann immer dieses Video jetzt gesehen habt, klickt auf den Kanal, abonniert, Glocke, was auch immer. Und natürlich, ich wünsche euch einen guten Morgen, Mittag, Abend oder gute Nacht und sage auf Wiedersehen.